wollen mal mit dem Primer starten. Ich habe natürlich von Elf Cosmetics, da gab es irgendwie 10 verschiedene Primer. Ich nehme jetzt einfach den Alverde Hautbildverfeinerer mit diesen tollen goldenen Reflexen drin. Ich habe gedacht, das ist im Puder, habe ich jetzt auch nicht gekauft, weil ich einfach fand, ich habe jetzt übrigens mir mal Nägel machen lassen, ich fand das so cool. Und wollte jetzt mal einfach damit starten. Das ist eine super Base. Ich zeige euch es nochmal vom Nahen. Das ist der Hautbildverfeinerer. Ich finde den super, super geil. Ich habe den auch schon ganz schön aufgebraucht. Das Stück Weiß ist hier alles schon aufgebraucht. Und habe noch einen zweiten. Starten möchte ich mit der Base. Und zwar habe ich ja diese Oil Free Flawless Foundation, heißt sie, glaube ich, in der Farbe Alabaster. Die ist mir aber viel zu hell. Das heißt, ich werde die einfach mit so Light, so Darkening Drops aufwerten. Ich werde jetzt mal, das ist eine sehr feste Foundation, ich habe die jetzt schon mal so auf dem Rücken getestet. Und werde jetzt einfach mal so einen guten Kloß voll reingeben und werde das mal austesten, wie sich das verteilen lässt. Ich stelle mal den Spiegel so hin und packe ich auf meinem Rücken, packe ich mir so eine Custom-Made Farbe. Für gewöhnlich klappt das eigentlich ganz gut. Also ich kriege meistens mal einen ganz guten Hautton hin. Ich habe jetzt mal so einen. Wir testen das jetzt einfach mal. Oh, das ist wahrscheinlich slightly zu dark. Das macht aber nichts. Dann nehme ich noch ein paar hellere Tropfen dazwischen, dann passt das wieder. Die Foundation ist super fest. Riecht auch eher etwas cremig, also wie wenn da irgendwie so eine Art Hautcreme dazwischen ist, so ein Nivea oder so, also voll angenehm eigentlich. Die soll matt sein, also kein so ein Dewy Finish oder so. Ich gebe auch was über meine Augen. Und dann werden wir das mal mit dem Beauty Blender bzw. mit einem Blender einarbeiten. Ich bin gespannt, Leute. Diese Darkening Drops sind einfach mal von Essence und zwar so von einer LA, die haben nur 95 Cent gekostet. Die könnt ihr aber auch von Catrice kaufen, die habe ich hier nämlich auch rumfahren. Ist auch sehr gut. Foundation trocknet übelst schnell an. Da werde ich jetzt eine andere Brush benutzen und zwar die Marvel Brush von BH Cosmetics. Da kann ich ein bisschen mehr Druck ausüben. Oh, so. Sie ist super fest. Also, sie fühlt sich für mein Verständnis ein bisschen zu fest auf der Haut an. Also, ich mache mal das Spiegel hier ein bisschen näher ran. Ist aber vom Finish her sehr cool. Also, was halt ist, sie ist halt sehr, sehr fest. Also, das ist halt, das müsst ihr halt bedenken, wenn ihr die haben wollt. Ich finde aber, dass sie sich besser mit einer Brush einarbeiten lässt. Die ist halt ziemlich fest. Aber mit dieser Brush hat sich das jetzt sehr gut einarbeiten lassen. Also das ist ja die Marvel Brush von BH Cosmetics. Ich finde die super schön. So. So, jetzt gehe ich nochmal mit so einem leicht angefeuchteten Beauty Blender. Ich mache das immer so, dass ich ein bisschen von dem Fixing Spray noch drüber gebe. Das hilft einfach nochmal so eine extra Feuchtigkeitsschicht. Dann sieht das alles nicht so cakey aus. Das sieht halt echt immer sonst übelst schlimm aus. Das ist aber egal, was für Foundation ihr benutzt. Es gibt halt wenig Foundations, die halt super nachgiebig sind und praktisch halt nicht so arg cakey aussehen. Also ich mache das immer, damit es halt so richtig flawless aussieht und das klappt bei mir auch ganz gut. Ihr könnt auch zum Beispiel ein paar Spritze über euer Gesicht geben und dann arbeitet ihr das einfach so ganz leicht ein, damit einfach eure Base noch so ein bisschen feucht bleibt. Also, ich guck mal, dass ihr das seht. Also, ihr seht jetzt praktisch das Finish. Also ich finde es echt nicht schlecht. Also es sieht jetzt nicht schlecht aus. Was ich jetzt festgestellt habe, Leute, das wollte ich euch auch noch gleich sagen. Also Elf Cosmetics gibt es ja sowohl in einer Filiale im Müller, also ihr könnt es auch im Müller direkt kaufen, oder bei Douglas. Bei Douglas sind die Sachen wesentlich günstiger. Also die Foundation hat mich gekostet bei Douglas knapp 7 Euro und im Müller hat die 10 gekostet. Also das war richtig ein Unterschied. Ganz krass war der Unterschied bei diesen Lidschattenpaletten. Da habt ihr im Douglas 10,99 bezahlt und knapp
17 Euro im Müller. Also mein Tipp ist es wirklich, zum Swatchen eventuell in den Müller zu gehen, ja, und zum Kaufen vielleicht eher beim Douglas und dann einfach mal abwarten, bis es Prozente gibt. So, weitermachen möchte ich mit dem Concealer von, das ist in der Farbe Light. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt aber ähnlich wie die Foundation. Ich hoffe jetzt, also die Foundation ist leicht peachig ein bisschen. Ich hoffe jetzt, dass es echt... Also, Applikator scheiße, kann ich euch gleich sagen, gefällt mir gar nicht. Viel zu hart, gibt gar nicht nach, ist jetzt auch nur eine ganz kleine Nummer heller. Also mir gefällt das gar nicht, also den Concealer werde ich garantiert nicht nachkaufen, weil der ist einfach zu fest vom Ding. Also ich werde noch ein bisschen von meinem Catrice Concealer drunter geben. Seht ihr das, wie easy sich das verteilen lässt? Das ist auch von der Konsistenz ja was ganz anderes. Also der Elf Concealer ist sehr, sehr fest. Ja, und auch nicht so cremig. Ich weiß jetzt, also ich habe jetzt nicht so die starken Probleme mit dem Creasen unter den Augen, aber es ist trotzdem, also ausblenden lässt sich das gut, also auch der da drunter. Es ist halt echt schwierig, über online hab ich jetzt ja praktisch gekauft, zu schauen, was für eine Farbe ihr braucht. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Das Ganze werde ich jetzt mit dem Cody Airspun setten. Das heißt, ich gebe hier einen guten Bake drunter, damit einfach die ganzen Sachen am Place bleiben. Mit den Darkening Drops, Leute, kommt hier super. Also ich habe jetzt ja sowohl zum Darknen wie auch zum Lightening machen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie jetzt hingeschmissen habe. Ah, hier. Ich habe die auch noch zum Aufhellen. Die habe ich aber bis jetzt ganz, ganz selten benutzt. Also für gewöhnlich kaufe ich die, wenn überhaupt, dann heller, die Foundations, weil es zum Abdunkeln immer leichter ist. Ansonsten mache ich immer so eine Foundation-Mischung. Ich finde halt immer hier, es ist sehr wichtig, Leute, wenn ihr hier in euren Lachfalten noch ein bisschen Bake lasst, dann ist es auch für euch ein bisschen mehr safe sozusagen, ja. Was ich gerade auch ein bisschen feststelle, Leute, ist, dass meine unteren Augenregionen brennen. Also es ist gerade etwas unangenehm, muss ich sagen, aber das ist nicht von meinem einen Concealer, sondern es ist von dem, den ich jetzt praktisch jetzt davor schon aufgetragen hatte. Also, ich habe jetzt hier die Elf Cream Contour Palette und zwar, ich liebe ja total Cream Contouring und ich werde jetzt mir mit einer, jetzt muss ich gerade überlegen, welche Brush ich am besten benutze. Ich glaube, ich brauche halt irgend so eine recht feste, wo ich dann ein bisschen was auftragen kann. Ah, ich nehme jetzt die von vorher einfach. Und zwar werde ich jetzt erstmal in diesen Ton reingehen. Das ist das Cream Contour Set. Das Set hat mich 7 Euro gekostet, ungefähr. Ich nehme jetzt einfach mal so ein... also das ist die hellste Farbe und die ist schon richtig dunkel. Ich will jetzt einfach mal testen. Also ist auch ein schöner grauer Stich drin. Ich nehme jetzt auch noch ein bisschen von den anderen Farben. Also ich gehe jetzt auch in das. Sehr cremig, Leute. Also da könnt ihr, glaube ich, ganz gut mitarbeiten. Creme-Contour-Produkte sind halt immer so eine Sache. Das müsst ihr echt ein bisschen üben. Also ich habe das eine Zeit lang gar nicht so gerne gemacht, aber mittlerweile mache ich das super gerne. Und zwar, ich gehe jetzt mit meiner LA Girl Mini Stippling Brush, die könnt ihr bei Beauty Bay kaufen, gehe ich jetzt leicht angefeuchtet und seht ihr, wie schnell sich das verblenden lässt. Das ist ja der Hammer, Leute. Also das Cream Contour Set gefällt mir schon mal richtig gut. Ich denke, dass ich das ganz gut beurteilen kann, weil ich habe wirklich, also ich habe zum Beispiel jetzt, also wenn ich mal wieder in Köln bin oder so, überlege ich mir echt, ob ich dieses NYX Cream Contour Set kaufen soll, weil ich habe jetzt auch gesehen, dass man das nachkaufen kann bei Douglas oder ich kaufe es mir echt über Douglas. Das ließ sich unfassbar gut verteilen. Ich gehe jetzt aber nochmal in einen dunkleren Ton, Leute, weil ich jetzt ein bisschen Wärme hier reinbringen möchte noch, ja. Ich trage Cream Contour Produkte immer ein bisschen gezielt mit dem Pinsel auf, ja. Aber ihr seht ja, es bleibt kein ekliger Schlieren übrig oder so. Ich gehe jetzt immer erst mit der... Seht ihr das, wie schnell sich das verblendet? Das ist der Hammer, Leute. Also ein sehr geiles Cream... Also... Ich finde halt beim NYX-Set ist es halt immer so das Problem, dass ich halt immer nicht genau weiß, was von den 5 Farben, die ich zum Konturieren benutzen könnte,
für mich passen könnten. Das ist für mich echt ein Problem, weil wenn ich halt 5 Farben habe, die alle irgendwie braun aussehen, dann weiß ich persönlich jetzt nicht, auch als Anfänger wüsste ich das jetzt nicht, welche von diesen Tönen jetzt zu mir passen würde. Da tut sich 11 dann ein bisschen einschränken und ich finde das Ergebnis ganz toll. Seht ihr das? Das sieht echt schön aus. Also Cream Contour Set, richtig geil. Also ich gebe euch gleich immer so ein Feedback. Dieser Ton, der hier drin ist, das ist ja so ein, also ihr seht ja schon, wie man da reingeht. Dieser Ton da, ich weiß nicht, zu was ich den benutzen würde. Das ist so ein Bananaton. Ich glaube, den kann man zum Eye Brightening nehmen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Zeug aus den Kits selber meistens immer sehr creased. Also das ist wirklich sowas, was dann von der Konsistenz her für die Augen zu dick ist. Ich nehme euch jetzt mal ein ganzes Stück näher ran. Und ich gehe jetzt nochmal mit meiner Primark Brush drüber und dann guckt ihr einfach nochmal, dass wirklich alles verblendet ist. Es ist so seamless verblendet, es ist heftig. Also richtig geil. Dann könnt ihr schon mal ganz leicht mit den Bake. Ihr seht ja, ich habe es immer noch nicht ganz runtergenommen. Dann habe ich hier eine Konturpalette. Da werde ich jetzt diesen Ton hiervon benutzen und zwar ganz leicht. Ich denke, ich werde diesen Ton hier benutzen. Ja, Fallout kommt da nicht so arg raus. Und werde hier nur praktisch meine Jawline, praktisch hier noch ein bisschen nachzeichnen. Das heißt praktisch das Gesicht umranden. Ich finde die Farbe sehr gut. Also ihr seht ja auch, dass ihr sehr definiert arbeiten könnt. Ich finde, dass sie sehr multifunktionell sind. Ich weiß halt nicht, wie es bei dunkleren Hautfarben ist, ob das jetzt auch so hebt. Ich gehe jetzt mal ganz leicht in diesen ganz grauen Ton rein. Den setze ich hier nur ganz tief hier unten an, weil ich finde, bei Grau muss man immer ein bisschen aufpassen. Das kann auch fett schmutzig aussehen. Das ist echt schlimm. So. Also, Konturpalette ist auch sehr gut. Ich zeige es euch nochmal vom Namen. Also, ihr habt praktisch so eine Art Bananapowder. Das kann ich auch mal unter meine Augen setzen. Es würde mich jetzt auch interessieren, wie das aussieht. Das ist so mit einem leichten Schimmer. Also, da ist ein leichter Schimmer drin. Macht aber total gut den Job, muss ich sagen. Ist eine Art Highlighter, aber so für die untere Augenregion echt nicht schlecht, Leute. So. So. Dann gehen wir in die Bronze-Palette. Und zwar die Bronze-Palette ist bei mir etwas, was sehr wichtig ist. Also, ich habe mich jetzt halt für die Elf-Produkte entschieden, weil ich fahre jetzt den nächsten Monat nach Hamburg und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Aber das Problem ist halt, dass ich halt festgestellt habe, dass ich halt einfach keine Lust habe, da 5 riesige Paletten mitzunehmen. Das ist halt einfach, wenn ihr für jedes Sach, was ihr braucht, was ich vermeintlich brauche, was mitnehmt, ist das anstrengend. Und hier habe ich jetzt die Bronzerpalette. Da seht ihr, dass zum Beispiel ein paar Schimmertöne dabei sind. Ich denke, dass ich in diesen goldfarbenen gehen werde, hier oben. Und zwar mit einer sehr fluffigen Brush. Also, ich werde jetzt mit dieser hier reingehen, da oben. Oh, der hat ein bisschen mehr Kickback. Und gehe jetzt einfach über mein gesamtes Gesicht und gebe dem nochmal ein bisschen Leben. Seht ihr diesen wunderschönen Sheen? Der ist toll. Also, ich habe, wie gesagt, in Amerika ganz tolles Reviews über diese Produkte gesehen. Wo ich einfach gesehen habe, auch dass die wirklich auch von der Größe her total beliebt sind. Also, es ist wirklich eine tolle Travel Size. Ich kann den Bronzer hier mitnehmen, zumal ich sagen muss, ich tendiere etwas zu stärker pigmentierteren Bronzern. Das sind halt wirklich, überlegt mal, schaut mal meine Hautfarbe an. Das ist wirklich ein Bronzer, der sehr zart rauskommt. Das heißt, Foundation sitzt übrigens noch richtig gut. Dann gehe ich jetzt in die Blush-Palette. Und zwar habt ihr die. Die sind schon sehr viel kräftiger. Die gibt es, glaube ich, auch noch in einer wesentlich dunkleren. Das sind diese ein bisschen bäriger. Und jetzt gehe ich in meine Lieblingsbrush und zwar von dem Crystal Quartz Set von BH Cosmetics und gehe mal in diesen kräftigeren Ton. Bin mit Blush immer sehr vorsichtig, Leute. Also der Blush hat nicht so viel Kickback, aber ist sehr toll zum Auftragen. Ihr seht ja, Farbe ist okay. Sieht schön aus. Ich sage mal, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera so gut sieht, dass man da Blush aufgetragen hat. Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen in diesen daneben.
der so ein bisschen so einen Goldshift hat. Na, den sieht man schon viel besser. Seht ihr das? Ich habe ihn richtig... Also die Blush-Palette finde ich auch sehr schön. Also was ich jetzt als Blush jetzt nicht ganz... Also ich swatche euch mal die ganzen durch. Also die sind wirklich mega zart, Leute. Also die sind nicht so stark pigmentiert. Was ich aber für einen Blush gar nicht schlimm finde. Dann habe ich noch... Also ich werde jetzt einmal mit meinem Mario Badescu drüber gehen, weil ich habe jetzt schon relativ viel Produkt drauf. Ich habe jetzt noch einen Liquid Lipstick, aber werde jetzt erstmal in eine Palette reingehen zum Schminken. Ich bin da sehr, sehr gespannt und jetzt muss ich mich nur entscheiden zwischen dieser Palette hier und der Summer Breeze. Vielleicht auch eine Kombination aus beiden, aber ich denke, ich werde eher diese benutzen. Und zwar ist es die Nude Mood Palette. Und ich gehe jetzt erstmal in einen Ton rein, in diesen hier, in den dritten. Und gehe mit einem ganz normalen BH Cosmetics Brush. Oh, Farbabgabe super. Also das kann ich euch gleich sagen, weil das sieht man sofort. Weil solche Crease Colors sind echt ein bisschen schwierig sonst. Ein bisschen viel Kickback, also auf der Palette seht ihr halt schon, dass ihr da drin arbeitet. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Seht ihr das? Nicht schlimm, finde aber die Palette so von der Größe her wieder total reisegeeignet. Wenn ihr halt unterwegs seid und reist, habt ihr ja für gewöhnlich jetzt nicht so, also ich persönlich im Urlaub, ja, wir fahren ja jetzt nach Hamburg, das ist ja in dem Fall jetzt so eine Art Städte-Kurztrip, ja, da ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt voll die krassen Paletten dabei oder so. Aber ansonsten muss ich echt sagen, super, super schöne Palette. Also ich habe jetzt mal die erste Farbe aufgebaut. Die finde ich richtig, richtig schön. Jetzt gehen wir mal mit einem Primark Blender, den ich ja übelst liebe, in den nächsten Ton. Und zwar zwei Stockwerke oben drüber. Da seht ihr schon ein bisschen mehr Schweinerei. Ich hoffe, das seht ihr. Wartet. So. Da gehe ich jetzt mal rein und vertiefe noch ein bisschen. Also, ich will jetzt mal nichts sagen, Leute, aber das ist richtig schön. Ihr seht aber, dass ich Kickback habe. Das heißt, ich habe nur eine leichte Schicht Baked drunter gelassen. Das ist in dem Fall jetzt, glaube ich, nicht das Dümmste gewesen. Ich mache jetzt auch gar keinen groß dramatischen Look. Also, ich... ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt ein bisschen abgedunkelt. Ich denke, ich gehe jetzt mal nochmal zwei höher. Also ich gehe so ein bisschen so die Palette entlang sozusagen und setze mir immer mehr. Also ich finde die Pigmentierung echt in Ordnung. Wenn man mal überlegt, die kostet 10 Euro, Leute, und die finde ich jetzt nicht so schlecht. Also, also ich kann damit einen coolen Look zaubern, auf jeden Fall. Lässt sich total toll verblenden. Das Einzige, was mich halt stört, ist, wie gesagt, dieser Kickback da auf meinem Auge. Das ist ein bisschen schwierig. Ich verblende jetzt mal ganz geschwind so die Farben sauber ineinander und dann kommen wir gleich weiter. Ich habe jetzt meine Augen soweit fertig gemacht und zwar, ich mache jetzt praktisch dieses Kickback einfach weg. Das klappt aber ganz gut. Ich habe jetzt praktisch, schaut mal, ich habe jetzt praktisch diese Farbe in die Crease genommen, dann bin ich einfach weiter. Dann bin ich in dieser und dann bin ich noch ein ganz bisschen in die äußeren Ränder mit der einen Farbgang. Und jetzt wollte ich euch wieder mitnehmen, wenn ich an meiner unteren, an meinem unteren Wimpernkranz arbeite. Und zwar gehe ich jetzt in diese Farbe rein und arbeite mir das mal ganz locker. Also Leute, also ich habe ja wirklich einige Paletten, also sie performt sehr, sehr gut. Man kann natürlich jetzt keine krassen Looks damit schminken. Zumal ich sagen muss, diese Nude Mute Palette finde ich super schön, also richtig geil. Ich habe auch einen ganz tollen Blend hinbekommen, also es ist auch nicht zu hart geworden oder so. Ich gehe jetzt auch ein bisschen in dieses Rosa noch rein, dass ich praktisch noch ein bisschen aufhellen kann unten. Oder einfach ein bisschen softer machen kann. Palette finde ich ziemlich gut. Also das hat mir schon ziemlich, ziemlich gut gefallen. Dann habe ich hier, was ich sehr gespannt bin, einen Liquid Eyeliner. Und zwar habe ich hier einen Topf Eyeliner. Da werde ich mit einer Brush reingehen
Und zwar mit dieser hier vom Ashley Tisdale Set. Und da bin ich mal gespannt, wie der mir gelingt. Sehr cremig, kann ich euch schon mal sagen. Leute, ich bin noch keine, die so ganz, ganz krass exakte Liner mag. Sondern ich mag das immer noch, wenn die so ein bisschen gesmudged aussehen. Das heißt so unperfekt. Der Pinsel ist übrigens voll gut dafür. Also es ist schön schwarz, nicht zu, also ja, es kommt glaube ich darauf an, wie krass ihr das aufbaut. Ich persönlich mag ja Gel-Eyeliner total gerne, weil ich einfach finde, dass die Gel-Eyeliner vom Wing her irgendwie sehr viel schöner aussehen, wie so Filz-Eyeliner oder so. Und sie sind sehr viel einfacher zum Auftragen. Also schaut mir, ich bin jetzt recht schnell fertig geworden. Gehe auch noch ein bisschen unten in den Wimpernkranz mit rein. Ihr könnt halt damit so softe Looks schminken, weil ihr den so ein bisschen ausmatschen könnt. Wisst ihr, so ein bisschen praktisch nicht so ganz hart auf dem Auge aussehen lassen. Ein ganz starker Indikator, dass das auch kein schlechter Eyeliner ist, ist auch, dass es mein Auge nicht juckt, weil ich habe irgendwie totale Probleme mit Eyelinern. Also ich hatte jetzt auf der Glow, Leute, das war auch so eine Story. Ich war ja mit Alida in Dortmund auf der Glow und meiner Freundin. Und ich hatte dort einen Revlon Superstay Kajalstift, ja, den ich mir unten aufgegeben habe. Mein Auge, Leute, hat übertrieben getränt. Das war richtig übel. Also, boah, also das war mit Abstand das Schlimmste überhaupt, ja, also das war überhaupt nicht lustig. Mein Auge hat gejuckt des Todes und ich fand das auch überhaupt nicht witzig, weil irgendwann hat das so derart gekratzt und gejuckt, das war ganz schlimm. Ich gehe jetzt nochmal in diese, ich nehme jetzt einfach mal das dunklere Black von der Summer Breeze Palette, also von der anderen. Da sind auch übrigens total schöne Farben drin. Also ich bin sehr, sehr begeistert, gehe jetzt ganz leicht in dieses Schwarz und gebe mir das nochmal zum Setten dieses Eyeliners unten drunter. Und ich mag das ja nicht, wenn das so oberperfekt aussieht, sondern das soll jetzt schon so ein bisschen smoky aussehen. Da geht der praktisch nur ganz leicht wieder ein Stück runter. Auch zum Beispiel oben gehe ich immer ein bisschen lang. Ich persönlich bin halt kein Fan von so krassen, super sauberen Eyelinern, weil ich finde, das sieht immer sehr, sehr künstlich aus irgendwie, weil ich einfach der Meinung bin, dass das einfach nicht so ist. Ich werde jetzt geschwind noch meine Wimpern tuschen und leicht meine Augenbrauen machen, bin dann gleich zurück. So ihr Lieben, ich habe jetzt praktisch meine Lippen mit einem der Gigi Hadid Liner. Ich habe die mal mit einem Gigi Hadid Lippenstift geholt. Und zwar, ich liebe die ja abartig. Die sind super, super cremig, Leute. Also ich habe jetzt einfach nur ganz leicht meine Lippe definiert. Ihr seht ja nur ganz leichten Schatten, leicht drüber gemalt, damit es ein bisschen zum Ausfüllen leichter für mich ist. Und dann nehme ich den Liquid Lipstick von e.l.f. Cosmetics in der Farbe Praline. Und zwar, ich hatte so ein bisschen das Problem, als ich ihn ausgepackt hatte, dass der sehr ölig gewesen ist. Also ich verlinke euch gerne das Video hier oben. Doch, sieht schön aus. Das ist im Prinzip ein ganz leichter Braunton, aber mit einem peachen Unterstich. Aber ich habe mir jetzt nichts Krasses rausgesucht, weil hätte ich mir jetzt ein Rot rausgesucht, kann es sein, dass ich super schnell enttäuscht bin. Weil oft diese dunklen Farben... Er fühlt sich ein bisschen an wie eins dieser Superstay Matte Inks, die ich ja okay finde. Also ich mag dieses peppige Gefühl da drauf halt überhaupt nicht. Der trocknet super an, also ist schon recht trocken. Ich habe meine Augenbrauen nur so ein bisschen ausgebürstet und der ist schon trocken, Leute.
Ich gebe jetzt noch ein bisschen Fixing Spray und das ist Prime and Fine Dewy Glow Spray von Catrice. Das gab es mal in einem kleinen Aufsteller. Davon habe ich mir, glaube ich, 4 oder 5 Stück geholt. Die sind zwar nicht so ganz so billig, aber die gefallen mir recht gut. Das lassen wir jetzt antrocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, und das ist auch schon der fertige Look. Also, ich werde mal ganz kurz nochmal die Rückmeldung geben, wie ich was finde. Also, die Foundation, finde ich, sieht super aus. Also, die sieht echt gut aus. Ich habe, wie gesagt, einen Primer von mir drauf genommen. Ich will mal gucken, dass, wenn ich mal wieder im Sale was finde, dass ich einen Primer auch von e.l.f. mitnehme. Aber ich habe jetzt halt momentan keinen Bedarf nach neuen Primern, weil ich halt wirklich einen sehr guten entdeckt habe und natürlich auch meine mal aufbrauchen möchte. Den Liquid Lipstick finde ich erstaunlich gut, weil sie erinnern mich sehr an die Jeffree Star Formulierung, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich habe überall Haare hier rumfahren, weil die sind überhaupt nicht klebrig, sind aber super voll im Pigment, also voll in Farbe und gefallen mir von der Formulierung her super. Die kosten so 6-7 Euro, ich finde die nicht schlecht. Klar, die Farbauswahl ist jetzt nicht so der Burner. Ja, also da muss man halt einfach drüber nachdenken, ob das halt von der Farbe einem passt. Dann habe ich hier die Puder-Konturpalette. Ich muss echt sagen, die ganzen Produkte, diese Puderprodukte sind super. Mir gefallen die richtig gut, weil die klein sind. Sie haben praktisch eine gute Farbauswahl, was gräuliches, was warmes und auch so ein bisschen so ein, ich würde jetzt mal so sagen, so ein, ja, so ein Under-Eye-Brightening-Puder, ja, also ihr seht ja, das ist wirklich leicht glitzern. Einen Highlighter habe ich jetzt heute mal nicht aufgetragen, weil ich setze ein Arbeits-Make-up. Ich finde aber das super schön geworden, vor allen Dingen die Sachen fürs Gesicht. Und was jetzt für mich der Winner war, war das die Cream-Contour-Palette. Die Cream-Contour-Palette, wie ihr seht, ist so cremig, also super geil von der Farbe her und auch so von der Pigmentierung her. Ihr habt einen sehr warmen Konturton. Es ist super leicht zu verblenden. Also ich zeige es euch nochmal, wenn ich es hier auf der Hand zeige. Ihr nehmt halt wirklich so ein... Ich nehme jetzt mal als Beispiel jetzt, ja. Ihr nehmt praktisch eine Stippling Brush und seht ihr, wie schnell ihr das ausgeblendet habt. Das ist wirklich... Also für mich ist es sehr wichtig. Cream-Contour-Produkte sind halt für den Sommer, Leute, wirklich das irgendwie geilste. Weil dadurch, dass ihr praktisch eure Haut mit dem UV und alles natürlich schon einiges zumutet, finde ich, Cream-Contour-Produkte sitzen einfach auf der Haut sehr gut. Also wenn ihr die richtige Formulierung für euch gefunden habt, dann bleibt dabei, weil ich finde auch, dass sie ein sehr natürliches Konturergebnis liefert. Also wirklich richtig, richtig schön, gefällt mir mega gut. Also das ist echt der Winner für mich. Dann haben wir hier die Blush-Palette. Die Blush-Palette ist eine Blush-Palette. Ich habe jetzt wirklich einige Blush-Paletten. Ich finde die aber auch wirklich sehr gut. Sie hat wirklich einen tollen Sheen gegeben. Der Ton gefällt mir persönlich am besten. Das ist so ein rosa Koralle mit so einem schönen goldenen Schiff drin. Den da oben, dem wüsste ich jetzt nicht, wie ich den benutzen soll. Das ist so ein Aprikot. Lässt sich aber alles super weich ausblenden. Kann man echt nichts sagen. Gefällt mir mega gut. Ich kann eigentlich gar nichts Schlechtes sagen, Leute. Ist ja furchtbar. Dann habe ich hier die Bronze-Palette. Da fehlt mir so ein bisschen ein wärmerer Ton. Ich kann euch mal zeigen, was ich meine. Ich mag zum Beispiel sehr diesen, nicht dieses Set, sondern dieses da. Also ich kann jetzt gerade nur von den Kiko Bronzern reden. Also ich habe hier zum Beispiel einen Vergleich. Ich suche, also das kommt dem zwar nah, aber es ist noch nicht. Es müsste ein slightly etwas wärmer sein. Dann wäre ich mega zufrieden, aber ich kann jetzt halt mit den Produkten zum Beispiel auch ein schönes Make-up. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, zum Reisen mitkommen, weil ich einfach finde, es hat einen Schimmerbronzer drin, der wirklich so, so schön ist. Also ihr seht halt auf meiner Haut, gerade auf der Handfläche, ich habe halt, wie gesagt, an der Hand eine ganz anders dunkle Haut wie jetzt im Gesicht. Aber finde jetzt zum Beispiel, dass die Palette wirklich gut Farbabgabe hat. Wenn ihr praktisch damit Puder auftragt und die schön verblendet, sieht das wirklich sehr gut aus. Und auch ein richtig geiles Kompliment an e.l.f. Cosmetics. Können wir mal bitte über diese geilen Paletten reden? Die Paletten bieten euch, ob Anfänger oder Profi, ja, wirklich das, was ihr braucht. Ich habe jetzt wirklich diese zwei Farbsachen rausgesucht. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal dieses Nude Mood und einmal dieses Summer Breeze.
Mit beiden Paletten könnte ich einen unnormal schönen Look schminken. Ich habe jetzt wirklich einen total neutral classic Look geschminkt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Welches Produkt habe ich jetzt noch vergessen? Nein, habe nichts vergessen. Also im Großen und Ganzen finde ich, dass Elf Cosmetics sich so ein bisschen einreiht zwischen Catrice und Love Cosmetics so ein bisschen. Wie gesagt, eine große Empfehlung ist, geht zu Douglas und kauft euch die. Ich habe aber gesehen, dass Müller an sich eine größere Auswahl hat. Das heißt, Müller hat an sich zum Beispiel mehr Farben vom Liquid Lipsticks und so. Da könnt ihr zum Beispiel mal warten. Vielleicht gibt es da mal 20-30% bei Müller. Das gibt es nämlich recht häufig. Dann könnt ihr dort zum Beispiel ohne Probleme auch ganz, ganz toll shoppen gehen. Da habt ihr praktisch dann ähnlich die Preise wie bei Douglas. Aber ich persönlich würde mir jetzt, also ich habe mir jetzt eine andere Farbe von der Foundation rausgesucht. Muss aber sagen, ich habe ja von diesem Lightning Job, ich habe auch noch andere Jobs, also ich kann die auch von Catrice mit reinmischen. Die Foundation ist jetzt nicht so flawless wie zum Beispiel jetzt meine Pro Matte Foundation oder die Superstay 24 Hours Foundation. Das sind ja meine Holy Grails, also ich liebe die beiden Foundations. Ich finde die für 10 Euro auch etwas zu teuer. Also da sind nur 20 Milliliter drin. Bei den anderen sind 30 Milliliter drin. Das finde ich ein bisschen wenig. Da ist ein Pumpspender dabei. Ist eine tolle Milchglasflasche. Das kann man eigentlich so lassen. Ansonsten muss ich sagen, ist die Marke ganz, ganz toll. Ich freue mich auch, dass da ganz viele neue Sachen noch rauskommen. Ich teste wahnsinnig gerne neues Make-up, weil ich einfach denke, ich finde immer noch mega, mega schöne Sachen. Ich habe auch noch eine ganze Box voll mit Sachen. Zum Beispiel, ich habe die neue Soap X Palette zum Beispiel, was mich total aufregt. Die ist mir leider gebrochen angekommen. Eine Farbe fehlt daraus. Da wird es aber trotzdem eine Review zu geben, weil ich, wie gesagt, damit gerne einen Look für euch schminken würde. Eine neue ist auch schon unterwegs. Ich habe auch die zwei der passenden Lippenstifte rausgesucht. Ich habe aus der Shopping Queen LE und ich habe Fear the City Mini Palettes von L'Oreal, von Maybelline noch und würde das einfach gerne auch nochmal mit euch testen in einem Full Face. Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Review euch Spaß gemacht hat. Ich habe es jetzt, wie gesagt, in Echtzeit laufen lassen, dann habt ihr so 25 Minuten. Ich denke, dass wirklich gerade diese Produkte, wie gesagt, gerade die Gesichtsprodukte, also ich persönlich, wenn ich irgendwas behalten würde, wären es diese vier Paletten, Cream Contour, Bronzing, Blush und diese Konturpalette in Puderform, weil ich einfach finde, dass diese richtig geil performen und auch einfach das tun, was sie sollen. Jede Palette, zum Beispiel auch das Cream Contouring, habe ich euch ja gesagt, von der NYX Palette, das sind halt einfach mal, ich glaube, 12 Pfännchen, wo ich persönlich ein bisschen so ein Problem mit habe, weil ich einfach nicht wüsste, wo packe ich was hin. Verblenden lässt sich das wie ein Traum. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Video am Freitag wieder da seid. Und bis dann würde ich sagen, und ich wünsche einen wunderschönen Mittwoch.